Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Sandy. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich habe mir heute drei Tests rausgesucht. Einmal, bist du bereit für deinen eigenen YouTube-Kanal? Bist du schlau oder dumm? Und einmal, bist du lustig? Ich habe hier schon mein ungefähres Alter angegeben. Wie alt ich wirklich bin, spielt in dem Sinn jetzt keine Rolle. Ich bin in dem Bereich. Hast du schon einen eigenen Namen? Ja, natürlich. Ihr wisst ja alle, mein YouTube-Kanal heißt Sandy und ihr könnt den auch gerne kostenlos abonnieren und mit euren Freunden teilen. Weißt du, um was es auf einem Kanal gehen sollte? Nein, ich lege einfach los. Ja, ich weiß es schon genau. Ich weiß es sogar, Freunde. Ich möchte gerne sehr viele Tests und Vlogs jetzt in der Zukunft noch machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Vlogs sehen wollt. Und es spiegelt gerade mein T-Shirt. Seht ihr das? Mein T-Shirt wird so gespiegelt. Oder vielleicht sehe ich das nur in der Kamera. Da man sieht es ein bisschen. Hattest du schon mal einen Kanal? Ja, ich weiß. Nein, ich lege einfach los. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt einen Kanal. Schaust du selber Videos? Ja. Ich bin fast 24/7 nur auf YouTube, ohne Spaß. Und ich höre gerne, beziehungsweise ich schaue gerne Vlogs, was so durch den Tag passiert ist. Auch mit sehr coolen Überschriften finde ich schon praktisch. Was ich eher nicht so gerne schaue, sind Parodien. Ich schaue die nicht mehr so gerne. Oder Songübersetzungen. Habe ich damals geschaut, interessiere mich jetzt zurzeit nicht mehr ein bisschen. Ich muss mich beeilen, weil ich muss bald wieder los. Aber das ist jetzt mir egal, weil wenn ich 2 Stunden zu spät komme, müssen sie damit leben. Die müssen jetzt einfach damit leben. Hast du denn viel Zeit für deine Videos? Ich immer einen Tag in der Woche Zeit. Was ist das, wenn... Nein, ich habe nicht Zeit, ich habe immer etwas vor. Das stimmt eigentlich nicht wirklich. Ich immer einen Tag in der Woche Zeit. Du hast in Deutsch bei Yoda gelernt. So hört sich das an. Ich habe jeden Tag Zeit, um Videos zu machen. Ohne Spaß, Freunde, ich hätte eigentlich tagtäglich Zeit, um für euch Videos rauszuprallen. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich tagtäglich Videos raus... Wie viele Fragen sind das überhaupt? 10, oder? 10 Fragen, ja. Wollt ihr, dass ich tagtäglich Videos raus... Baller, dann schreibt in die Kommentare Hashtag ja, mach das. Weißt du warum? Meinst du, du würdest das alles auch wirklich durchziehen? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte es definitiv durchziehen. Hast du Spaß daran? Natürlich nicht. Ich mache das Ganze nur für Geld. Ja, weiß noch nicht. Ich will es mal ausprobieren. Ja, YouTube ist der Traum meines Lebens. Um ehrlich zu sein, ich wollte schon vor einigen Jahren mit YouTube anfangen, aber meine Mutter so, nein, darfst du nicht und du sollst es noch nicht. Weil, warum auch immer, würdest du dir bei deinen Videos Mühe geben? Ja, ich habe noch ein Video geplant morgen. Ich bin noch nicht ganz sicher, welches ich machen soll, weil weil ich nicht wirklich so kreativ bin, Freunde. Das Quiz ist fast zu Ende. Wenn du ein gutes Ergebnis bekommst, wirst du dann sofort deinen Kanal erstellen. Ja, ich öffne sofort YouTube. Ich habe YouTube schon geöffnet und ich bin schon... Okay, bist du bereit für deinen YouTube-Kanal? Mal schauen, du kannst einen Kanal erstellen. Du bist auf jeden Fall bereit. Wenn du dir viel Mühe gibst, könnte aus deinem Kanal etwas werden. An deiner Stelle würde ich gleich anfangen und meinen eigenen Kanal erstellen. Ja, Freunde, viele von euch wissen schon, ich habe schon einen YouTube-Kanal. Und jetzt machen wir noch den vor, bevor ich mir da einen raussuche. Machen wir, bist du lustig? Also meiner Meinung nach, ich bin nicht lustig, aber ich freue mich über das vorherige Ergebnis von dem YouTube-Kanal, dass ich unbedingt schon einen machen sollte. Und ich bin ja schon dabei, um mir eine Community aufzubauen. Aber was man merkt so, ist, dass diese Gaming-Videos, wenn du jetzt ein Kanal bist, der jetzt wieder anfängt, dass das nicht so beliebt ist wie vorher. Bist du lustig? Beeindruckst du deine Freunde mit Witzen? Manchmal lachen deine Freunde über deine Witze. Ich sehe schon bewerben, was ist das? Geht dich nichts an? Manchmal lieber nicht. Ich mag Gummibärchen, ich sehe klar doch immer. Manchmal, ich bin nicht so ein witziger Typ. Was machst du dir in einer peinlichen Situation? Ich gehe aufs Klo, ich will am liebsten im Boot versinken. Ich mache einen Kommentar über mich und lache. Ich sage, verpisst euch, es gibt hier nichts zu lachen. Ich mache einen Kommentar und lache über mich. Ich lache meistens über mich selbst. Bist du der Einzige aus deinem Freundeskreis, der oder die Witze macht? Nee. Naja, nicht wirklich, weil mein bester Freund macht auch immer einen Witz und dann hab ich den Lachflash des Todes und niemand hin und wieder versteht nicht jeder und dann ist es ein Mega-Fail. Was ist eine Art von Humor? Deine
Muttermann, soziale Kunde, glaube ich, Geografie, Biologie, Ironie. Ironie, weil das ist nicht Sozialkunde, Geografie ist ein Fach, Biologie ist auch ein Fach, Ironie ist einfach. Welcher ist ein Komiker? Otto Walk, Bastian Schweiger, SpongeBob nicht. Otto Walk ist ein Sänger, Bastian Schweinsteiger. Ich weiß nicht, das ist ein Schauspieler und das ist auch irgendwie. Wie lachst du? Hahaha. Ha, ha. Warum machst du dieses Quiz? Oh, ist doch nicht so wichtig, weil ich wissen will, ob ich lustig bin. Aus Langeweile will ich dich stocke, damit ich weiß, wie ich beim nächsten Mal besser mache. Aus Langeweile, sagen wir jetzt mal so. Welcher dieser Filme ist am lustigsten? Die sieben Zwerge, Männer allein im Wald, Terrain. Wilbur, kennt das irgendwer? Ich kenne da nichts außer die sieben Zwerge. Hat dir das Quiz gefallen? Vielleicht. Jetzt mal sehen, ob ich lustig bin. Oh mein Gott, du bist so unlustig, das ist nur die Toten aushalten. Vielleicht solltest du Leichenbestatter werden. Versuch's mal mit lustigen Filmen anstatt so. Ja, Freunde, man sieht schon. Ich bin eine wirklich unlustige Person. Deswegen wahrscheinlich. Ich schaue auch gerne Horrorfilme. So ist ein Horrorfilm und ich stehe mehr auf Horror. Ich hebe hier kurz hoch, dann könnte es mir besser lesen. Meine Hände zittern, so ist es nicht normal. Ja, schreibt doch gerne in die Kommentare. Macht das Quiz, Freunde, mich würde das jetzt interessieren. Macht das Quiz und schreibt in die Kommentare, ob ihr lustig oder nicht lustig seid. Ja, jetzt machen wir noch, bist du schlau oder dumm, den habe ich schon gemacht. 9 Abstimmungen, was? Bist du schlau oder eher dumm? Lass uns noch den zum Schluss machen. Und ich stelle euch mal ein bisschen an, dass ihr mit dem ein bisschen mehr sehen könnt. So, man sieht jetzt zwar hier mein Taskleister und alles, aber damit müsst ihr jetzt leben. Obwohl, naja, jetzt sieht man es nicht mehr so. Wieso machst du den Test? Weil ich Langeweile habe, weil ich denke, dass ich dumm bin, weil ich denke, dass ich schlau bin. Weil mir langweilig ist. Beziehungsweise eigentlich müsste hier noch ein Feld sein für ein Video. Aber okay. Welchen Namen findest du schön? Kevin, Mandy, Chantal, Jacqueline, Justin, Marvin, etc. Mir doch egal, ein Name mit A, einem A. Was hat das mit dem Quiz zu tun? Die Frage ist echt, was hat das mit dem Quiz zu tun? Also ich finde Kevin schön, also Mandy, ja, Chantal, weiß nicht, Jacqueline finde ich jetzt nicht so. Marvin finde ich auch ganz schön. Warte, ist der von den, heißt der nicht von den Prankboss auch Marvin? Wenn du ein Haustier hättest, warum hättest du es dann? Beziehungsweise, warum hast du ein Haustier? Ich hätte es, um es zu knuddeln. Ich hätte es, damit ich lernen könnte, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe es, um ihm Versuche durchzuführen oder es zu essen. Vielleicht auch beides. An ihm Versuche durchzuführen oder es zu essen. Was bist du für ein Mensch, Junge? Was? 2014. Ich hätte es, damit ich... Danke für nichts, liebes Auto da draußen. Ich hätte es, damit ich lernen könnte, Verantwortung zu übernehmen. Für was soll ich sonst ein Haustier haben? Zum Knuddeln? Das arme Haustier. Denkst du, dass die Menschheit dumm ist? Ich denke, dass man nicht genauso wissen kann. Ich denke, dass man es auch nicht genau wissen kann. Es gibt sehr viele intelligente Menschen, es gibt dumme Menschen, es gibt alles. Ich glaube, es gibt alles, was es nicht geben sollte. Ist dir aufgefallen, dass ich das Komma vergessen habe? Ja, da hat zwar kein Komma gefehlt, aber gut, egal. Was machst du gegen Langeweile? Was denkst du? Ich rede mit meinem Lieblingsbaum. Was soll man dagegen machen? Ich rede mit meinem Lieblingsbaum. Freunde, macht das, wer von euch... Geht jemand raus und umarmt einfach einen Baum? Hast du Angst, dass du als anderes Ergebnis dumm abgestempelt wirst? Nö, die Fragen waren jetzt bis jetzt ja nicht schwer, eher komisch. Da muss ich sogar echt zustimmen, die waren richtig komisch bis jetzt. Was glaubst du, wie das Wort Lüsse? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ob es auch geschrieben hätte, aber hätte es sein können. Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt. Ich weiß es echt nicht. Freunde, weiß jemand von euch, wie man das schreibt? Woran denkst du gerade? Ich denke gerade an nichts, beziehungsweise frag mich, warum du mich nennst. Ich denke an diesen rosigen Schokoladenzündung, der mir gehört. Ich denke gerade an nichts, beziehungsweise an nichts, was dich etwas angeht. Ich denke gerade an mein YouTube-Video und wann ich das Video schneiden werde und es online kommt.
Das sind gerade meine Gedanken, um ehrlich zu sein, weil ich nicht wirklich weiß, wann das Video heute online kommt. Bist du gerade unter Zeitdruck? Ja, ich muss Pikachu noch von seiner Oma abholen. Wir sind heute Nachmittag verabredet. Ja, also mach schnell. Ja, ich habe ein bisschen Zeit, hab ein bisschen die Zeit vergessen. Ja, das ist, was mache ich hier? Das ist. Ja, ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Ja, ich bin echt gerade mega in Zeitstress, Freunde, weil ich das jetzt noch schnell editen muss. Deine Note in Mathe sind echt schlecht. Ich finde, meine Mathe-Note sind im Bereich 1 bis 2. Ich finde, meine Mathe-Note ist sogar echt. Ich habe gerade in Mathe eine 2. Warum auch immer. Magst du mich? Ich kenne dich nicht. Mit Senf oder Ketchup ein paar Gewürze. Ich glaube, du würdest schmecken. Eh, Alter. Das ist irgendwie ekelhaft. Aber ich beeile mich jetzt, Freunde. Ich beeile mich jetzt noch. Mir fällt keine Frage ein. Okay, ein bisschen sinnlos war das jetzt schon. Machst du deine Hausaufgaben? Die benoten werden schon. Die restlichen beantworte ich aus Kopf, dem Kopf. Nee, mein Hamster isst sie mal auf. Was denn Hamster? Ich hab kein Haustier, Freunde, bevor jemand fragt. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen, die ihr an mich habt, unten in die Kommentare schreibt. Magst du Bäume? Was soll das denn jetzt? Auf jeden Fall, Freunde, ich würde mich echt freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen, die ihr an mich habt. Mir unten in die Kommentare schreibt. Du bist schlau. Ja, ich weiß auch nicht, was ich weiter dazu sagen soll. Es kann natürlich auch sein, dass du dich schlau gestellt hast. Dann kann ich leider nicht so, das kann ich leider nicht so genau wissen. Ja, Freunde. Also das ist jetzt, du bist schlau. Und das war das, bist du lustig? Oh mein Gott, du bist so unlustig. Ja. Auf jeden Fall, Freunde, wenn euch so ein Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen fetten Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Es ist ein kleiner Klick für euch und ein riesengroßer für mich. Aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden. Ich würde mich mega, mega, mega krass freuen. Und dadurch morgen auch genug Zeit habe, schreibt in die Kommentare, was ihr morgen noch sehen wollt. Und wir sehen uns bis morgen. Ciao, Freunde.